Hallöchen Leute und willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Heute auf der Czech-Map V2.0 More Realistic. Ja, wir haben hier schön angepasste Bilder. Die Sonne, was die Sonnenlandschaft erwacht zu einem neuen Tag und sie beginnen einen weiteren Tag voller Arbeit. Bla bla bla. Ja. Die Bilder sehen eigentlich richtig schön aus. Ich würde sagen, wir gucken hier mal weiter. Ja. Sieht auch cool aus hier mit dem bei Kufi. Und ist angepasst. Wir sehen auch, wie viel Hektar das Feld hat. Und wir sehen die Feldnummer. Das sieht recht schön aus. Ja, hier ist unser Hof. So, ich habe mal schnell ein Fahrzeug gekauft. Mir war keins da. Weiß nicht, ob das an der Moralistik liegt oder keine Ahnung. Jedenfalls, ich hatte keins. Deswegen habe ich mal schnell eins gekauft. So, wir gucken uns mal ein bisschen um. Hier ist oben auch nochmal Czech Map bei Kufi. Und wir fahren jetzt mal los. Gucken mal da hinten vorbei. Kann leider kein Tschechisch. Oh. Aber in Tschechien war ich schon mal. So, fahren mal da raus. Ah, das sieht cool aus hier so mit dem. Ja, das gefällt mir. Das sieht echt. Huch, 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 huch. Vor lauter gut gefallen fahren wir hier ins Feld rein. Das möchte ich jetzt nicht. Wir fahren jetzt da mal hier entlang. Und gucken mal die schöne Landschaft an. Ja, das so mit den Details, mit den Lampen, mit den Zäunen, mit den Schildern, das gefällt mir alles schon viel, viel besser, als wenn er einfach irgendwas hingeklatscht hat und fertig. Hier auch Strommasten. Ein Garten. Ja, ich muss sagen, die Bäume sehen auch cool aus. Hier haben wir einen Fluss mit einer Brücke und braucht wer einen Reifen. Da oben haben wir Abladestellen und da vorne, keine Ahnung, was das ist, das kleine Dorf wieder. Und wir haben 30 Felder. Und auf der Karte gibt es drei Dörfer. Güllemod V2, drei Silos und vieles mehr. Ihr müsst auch den, wenn ihr runterladet die Datei, die müsst ihr auch entpacken. Und dann müsst ihr da die Sachen dann einfügen. Ich glaube, das sind vier Mods sind da, glaube ich, drin. Beziehungsweise eine Map und der Rest ist BDA-Fix und noch irgendwas, keine Ahnung. Wir fahren mal darauf. Also ich muss echt sagen, gefällt mir echt gut. Wir gucken dann auch gleich, ob wir Fehler haben. Na, das geht auf. Das ist ja sehr schön. Hier stehen auch die Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr. Hier steht auch wer. Habe ich auch noch nie gesehen. So. Sehr schön. Ja, ansonsten, ich glaube, ganz unten gibt es noch einen Hof. Da brauchen wir jetzt eh eigentlich nicht runterfahren. Weil man sieht eh schon die Umrisse von der Map und wie was und Auto und noch Auto und viele, viele Autos. Verkehr ist drin. Ja. Fahren hier noch mal ein Stück. Haben wir einfach mal übers Feld. Was doof, hier sind alles Bäume.
Oh, la 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 la. Also die Fellas sind alle ziemlich groß. Nicht jetzt nur so eckig, sondern auch schön ein bisschen hügelig und nicht allzu einfach hat, hier ist ein Kreuz. Ja, ich muss sagen. Da vorne geht's im Wald rein. Huch! Ja. Sorry. Kommt davon, wenn man nicht auf den Verkehr achtet. Aber die fahren da mittig. Fahren nicht ganz richtig. Und hier ist vorbei. Oh. Ja. Okay, wir fahren mal ein Stück zurück. Fahr zurück, fahr zurück, fahr zurück, so damit wir ein bisschen aus den Bäumen hier draußen sind und gucken uns mal die Lok an. Warning, 3D-Sound, File, bla bla bla. Ist jetzt aber nicht. Ja, wir haben ein 3 Warnings eigentlich. Es geht halt um Sound, aber das ist jetzt nicht schlimm. Das kann man beheben. Ansonsten, ja. Also ich finde den Map sehr gut. Wenn ihr auch der Meinung seid, dann gebt mir ein Like, gebt mir einen Daumen hoch, gebt auf Mottos eine gute Bewertung ab. Ladet euch die Map runter, spielt sie, süchtelt sie, was auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!